Ich glaube, die häufigste Frage, die ich so insgesamt bekomme, ist wirklich: Digga, wann kommt dein PC endlich? Hey, meine Rabauken, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde 24er Survival Games. Und wir zocken auf Roseville das Ganze. Ich dachte, ein bisschen Abwechslung tut der ganzen Sache gut. Und das Ganze startet in 5, 4, 3. 2, 1. Let's go. Okay. Und die Kiste noch. Na, schade, war. Na, war semi gut. Hätte besser sein können, Jim. Die ist doch noch. Nein! Draus gegrabt. Wir hatten es schon im Inventar. Schade. Hier ist doch auch eine Kiste, oder? Jawohl, da. Alter Steinschwert. Na, heiß. Was ist das? Nice. So. Da ist noch eine Kiste. Alter, ein Goldapfel. Geil. Und die Krone. Und da ist einer, den schnabulieren wir uns gleich. Der Paul. Paul und Niki. Und, naja, der hat leider nichts. Ah, GG. Kann er leider nichts machen. Gut. Ich wollte. Oh Mann, was ich schon wieder labere hier. Leute, vielen Dank für eure ganzen Glückwünsche gestern. Das weiß ich sehr zu schätzen. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall. Ich habe auf Twitter und natürlich auf YouTube auch eine Menge reinbekommen. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal kurz erwähnen, ne? Wenn ihr auch ein bisschen mehr Abwechslung in Survival Games haben wollt, ein bisschen mehr 24er, 64er oder 128er oder 5000er Survival Games, der neue Modus, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Ja, ein Däumchen nach oben, den lasse ich mir loben, da freue ich mich. Und dann gucken wir mal, was die Runde noch so für uns bereithält. Ich musste richtig kämpfen, Leute. Mein PC ist hier fast am Schmelzen, sage ich euch. Beziehungsweise mein Notebook. Ihr wisst ja, ich zocke auf einem Notebook. Und ich glaube, die häufigste Frage, die ich so insgesamt bekomme, ist wirklich: Digga, wann kommt dein PC endlich? Der ist sowas von in Arbeit, Leute, aber sowas von. Oh, Eisenschwert. Nice! Das könnt ihr sowas von wissen. Problem ist, ist ganz schön teuer. Da muss man noch ein bisschen gucken, ne? Aber der ist echt unmittelbar. Also der kommt wirklich in spätestens Ende nächsten Monat, gönne ich mir den. Weil ich muss ihn mir auch einfach gönnen, weil ich kann im Sommer nicht zocken. Also die Sache ist, ich kann im Sommer nicht zocken und aufnehmen. Ich musste jetzt hier echt alle Partikel ausstellen. Also nicht nur Partikel, sondern grundsätzlich. Ich musste die Render-Distanz, glaube ich, auf 3 stellen. Ich meine, normalerweise sind es so 10. Und hier, ihr seht auch, es leckt so krass. Es tut mir jetzt echt leid für euch als Zuschauer. Aber da kann ich leider echt nichts machen. Oh nein, GG. Guckt mal hier jetzt. Leute, das Feuer ist nicht animiert, weil ich das ausgemacht habe. Wie kacke sieht das denn aus? Oh, das tut mir voll leid für euch. What the fuck? Aber ich kann es leider nicht ändern. Ich habe die Render-Distanz echt so maximal niedrig gestellt. Dann habe ich noch, ich habe alles ausgemacht. Nebel aus, Wolken aus. Ich habe alles ausgemacht, was man irgendwie ausmachen kann. Und es leckt einfach immer noch, Leute, weil. Und das kann ich euch kurz erklären. Es ist einfach heiß. Und, oh, dieses Feuerzeug nervt, Alter. Es ist einfach heiß. Und let's get it hot in here, so I take off my clothes. Nee. Und deswegen hat mein PC da echt zu kämpfen, mein Notebook, weil die Lüftung reicht da einfach nicht aus. Und dann deswegen wird er richtig warm. Und ist natürlich da mau, ne? Deswegen müssen wir hier, am Limit ist der. Deswegen kann es sein, dass es echt ein bisschen ruckelt. Das tut mir jetzt wirklich leid. Aber ich behebe das wirklich so schnell, wie es nur irgendwie geht. Aber das Ding ist halt, der PC ist halt doch einfach gut teuer. Und da müssen wir mal gucken. Aber ich versuche echt, das so schnell wie möglich irgendwie hinzubekommen. Oh, okay. Den. Ja, jetzt kommt der an und staubt ab, oder was? Nein! Lauf, Forest, lauf! Oh, ich könnte mein Eisenschwert enchanten, Alter. Wo ist denn hier der Spawn? Oh, locker finde ich den Spawn jetzt eh nicht. Oh, lass mich doch in Ruhe, du Arsch. Du Arsch. Nein, nein, nein. Mann, jetzt staubt der mich so scheiße ab, weil es bei mir... Hey, Rabauken, wir sind auf der zweiten Map auf Three Ages. Gucken wir mal, wie die Map hier läuft nach dem eher unrühmlichen Ende der ersten Map. Aber ich habe mein Bestes gegeben, was mit diesem Notebook hier so möglich ist. Und jetzt gucken wir mal. Let's go. Ja, ganz ordentlich, würde ich sagen. Ja, ordentlich. Könnte besser sein, könnte auch schlechter sein. Wir bauen jetzt aber noch mehr Kisten. Wir gehen hier lang, würde ich sagen. Das ist nämlich der hier ist nämlich eine Kiste, das weiß ich. Ha! Geil, Alter. Meine Map-Kenntnis. Over 9000 hier wieder mal. So. Und hier und hier. Da ist noch eine Kiste. Können wir uns auch noch gönnen. Nice, ein Steinschwert, Alter. Geil. Geil. So, jetzt gehen wir. Leute, ich würde sagen, wir gehen auf Gegnerjagd. Da ist einer. Die kämpfen schon. Okay. Das tut mir jetzt echt leid für dich, Mädchen. Sorry, Bro.
Tut mir leid, aber du hättest es umgekehrt genauso gemacht. Ja, nicht, dass ich mich damit jetzt rechtfertigen möchte, aber so ist das Business, das Super Games Business. Hinter mir ist einer, zumindest laut Kompass. Geil, wir haben 3 Level, Leute. Let's Enchant, würde ich sagen. Ne, das machen wir auf die 2. Alter, was war mit dem Dude los? Der hat keinerlei Rüstung. Sorry, Bro. Den haben wir. So, jetzt enchanten wir erstmal unser Steinschwert ein bisschen. Würde ich vorschlagen. Das kann man immer so machen. Ne, ein Level nur bitte. Nice. Und unseren Bogen können wir gleich auch noch machen. Nice. Schärfe und Stärke. Das ist äußerst nice. Können wir uns hier irgendwie noch... Nö. Wir brauchen Eisensachen. Wäre vielleicht nicht schlecht. So, was zeigt der... Ach, der Kompass. Ah, der Kompass funktioniert. Jetzt checke ich das erst. Der Kompass funktioniert nicht, weil ich diese ganzen Animationen ausgemacht habe. Und deswegen funktioniert der Kompass bei mir jetzt auch nicht mehr. Das ist natürlich ungünstig, meine Freunde. Oh Mann, ey. Und ich dachte die ganze Zeit, der zeigt... Okay, Leute, dann werden wir den jetzt mal kurz beheben, würde ich vorschlagen. Oder seht ihr jetzt hier gerade noch flüssig einen Gegner? Nee. Gott, ich muss niesen. Oh nein, niesen in der Aufnahme. Oh nein, D-Abo. D-Abo. Oh nein. Oh nein, es kommt... Oh. Nein, noch nicht. Ah, es kribbelt in der Nase. Oh. Nein, es kribbelt immer noch. Okay, wir haben es, glaube ich, abgewehrt. Da machen wir jetzt mal ganz kurz. Leute, weil komplett ohne Kompass ist doof. Wir gehen Risiko, Leute. Wir machen die. Leute, wir machen die Animation an. Jetzt rasten wir richtig aus. Hier ist der. Okay. Gott, wie ist Instant mehr lag? GG. Höchstwahrscheinlich wird er uns jetzt töten. Obwohl er noch ein Holzschwert hat. Aber wir haben 3 FPS. Oh nein, wir werden abgestaubt. Oh nein, nicht wieder, nicht wieder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Halbes Herz. Nein, da ist noch einer. Oh mein Gott, nice, wir haben überlebt. Okay, der eine rennt uns immer noch hinterher. Okay, I say. Wir regenerieren, das heißt, der kann uns gar nichts. Der kann uns gar nichts. Und wir haben wesentlich bessere Ausrüstung. Deswegen würde ich sagen, wir laufen ein bisschen weg von ihm. Und dann... Dann gucken wir mal, was wir reißen können. Wir haben ein paar Pfeile auch. Vielleicht sollten wir die auch nutzen. Ja, in dem Leck zu schießen ist natürlich auch Weltklasse. Not. Es ist ja ziemlich nah dran an uns. Ah, ungünstig. Oh nein, locker sind wir jetzt tot. Oh man, Leute, das darf doch nicht wahr sein. Verdammt, lass mich in Ruhe. Ah, da ist er mich getroffen. Ein wichtiger... Er ist nochmal getroffen. Er hat echt einen Heiltrank. Aber wir treffen ganz gut mit dem Bogen, überraschenderweise. Nice, und nochmal. Und. Oh, jetzt treffen wir gerade nicht mehr. Ah, schade. Was haben wir denn hier? Erkunden wir die Map noch ein bisschen. Würde ich vorschlagen. Wir gehen Risiko, Leute. YOLO, kommt jetzt. Ich habe keinen Bock hier mehr wegzurennen. Nice, Alter. Okay, gut. Da sind Pfeile. Die wollen wir uns auf jeden Fall noch holen. Okay. Was haben wir hier schön? Wir haben eine Eisenhose, wir haben Kuchen, wir haben eine Angel, wir haben den Heiltrank, wir haben Feuerzeuge. Feuerzeuge sind immer gut. So würde ich sagen. So, haben wir irgendwie noch bessere Rüstung? Nee, leider nicht. Was so gesehen ein bisschen schade ist, weil ein Brustpanzer wäre schon ein Dufte. Okay, ach egal. So, ab zum nächsten Gegner. Oh, nice, dass wir das echt, da sind wir echt noch rausgekommen, Leute. Oh, da, okay, und der hat eine Dia-Axt auf jeden Fall. Schauen wir mal, ob wir den einen hier vielleicht noch bekommen können. Wo ist er hin, Da, hier, ach, die kämpfen hier noch. Alright. Alter, okay, Dreierkampf irgendwie am Start. Ah, nee, meine Pfeile sollte ich jetzt nicht verschwenden. Jo, Teams verboten! Jo! Enjoy Bun, Alter, ihr Nuttensöhne. Ihr seid solche Nutten, Alter. Ihr werdet so gebannt. Wer ist jetzt das Team von denen? Okay, die sind das Team hier. Ich helfe dir, Bruder. Ich helfe dir, Alter. Gegen das... Wer hat jetzt nochmal zu dem Team gehört? Lexion hat Team geschrieben. Also gehört der zu dem Team. Also greife ich den jetzt an, Alter. Komm jetzt, du scheiß Teamer. Du krepierst jetzt, du Fixer, Alter. Komm her. Jetzt Team wir gegen dich nämlich. Ha! Du Bitch, Alter. Oh, wir treffen mit dem Bogen keinen Schuss, aber ist egal, kommt jetzt. Oh nein, er hat uns getroffen. Oh nein. Oh shit. Wir müssen essen. Und jetzt, oh, wir haben keine Pfeile mehr. Fuck that.
Wir haben eine Dia-Axt. Macht die mehr Schaden? Nee, weniger. Oh, das habe ich nicht aufgepasst. Ah, er hat auch Feuerzeug. Okay. Okay. Aber ich habe auch Feuerzeug, mein Gute. Oh, jetzt das Feuerzeug-Battle. Ah. Oh, das war knapp, ey, mein Lieber. Wir haben viel bessere Rüstung. Aber wenn er uns anzündet, sind wir tot. Das heißt, wir müssen konzentriert bleiben. Er kann nicht mehr so viel Ticks haben eigentlich. Okay, gut getroffen. Vielleicht boosten wir ihn einfach mit der Angel nach außen, Alter. Das wäre auch mal eine gute Taktik. Probieren wir das mal. Okay, wenn wir mit der Angel wenigstens treffen würden. Wieso treffe ich den nicht? Ich war da in ihm drin. LOL! LOL! War so klar, dass er uns anzündet. Manometer, dieses Kackfeuerzeug. Wie viele Ticks hat denn der bitte? Ah, shit, Alter. Ja, ich habe ja auch ein Feuerzeug. Ey, wie knapp, Alter. Nice, Leute, jetzt haben wir ihn. Oh, shit. Jetzt haben wir ihn gut, jetzt haben wir ihn. Jetzt kriegt er den gleichen Schaden, den wir gekriegt haben. Ja. Er ist im Feuer, er ist im Spinnennetz. Nice, Alter! Ja, Mann! JJ, oh, das war ein intens Kampf hier, Alter, am Ende. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Piu, piu, auf den Like-Button auf jeden Fall. Das würde mich sehr freuen. Lasst einen Kommentar da. Und ansonsten sehen wir uns morgen bei einem freshen neuen Video. Tschüssi!